Als die königstreuen Truppen Johanns die Burg Rochester unterminierten, schien das Schicksal der Rebellen dort besiegelt. Binnen Tagen kapitulierten sie. Doch die Rebellenbarone waren noch nicht erledigt. Ihr Verbündeter, Prinz Ludwig von Frankreich, schickte eine Invasionsstreitmacht, um beim Sturz König Johanns zu helfen. Im Herbst 1216 erkrankte der König an der Ruhr und verstarb. Sein erst 9-jähriger Sohn wurde als König Heinrich III. Gekrönt. Jetzt lag es am Regenten des jungen Königs, dem 70-jährigen legendären Ritter William Marshall, die Krone zu beschützen. Er stand vor einer fast unmöglichen Herausforderung. England war im Zerfall begriffen. Rebellen nahmen Siedlung um Siedlung ein. Doch William Marshall wartete den richtigen Augenblick ab, um die Rebellion niederzuschlagen. Im Mai 1217 bekam er die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. William erfuhr vom Plan der Rebellen, die Burg von Dover und die Burg von Lincoln gleichzeitig zu belagern. Als die Kräfte der Rebellen zersplittert und geschwächt waren, führte William Marshall seine Royalistenarmee nach Lincoln. Die Burg auf einer Seite der Stadt wurde noch von den Royalisten gehalten, unter ihrer unbeugsamen Anführerin Lady Nicola de la Haye. Doch die Straßen der Stadt waren bereits in den Händen der Rebellen. Am 20. Mai 1217 traf die Entsatzarmee unter William Marshalls Kommando ein, um die Stadt zurückzuerobern. Die Zukunft Englands hing von dieser Mission ab. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir sind mal wieder in Lincoln und schauen, dass wir hier wieder alles einnehmen können. Ich bin schon gespannt. Und das ist jetzt auch von der Kampagne, die Normannen, die letzte Mission. Und dann geht's weiter mit den anderen. Bin schon mal gespannt drauf. Aber erstmal hier, wie das jetzt wird, vor allem wenn die Burg irgendwie so zweigeteilt ist. Ein Teil gehört uns, ein Teil gehört dem Gegner. Mal schauen, wie sie das gemacht haben. So, und los geht's. Königstreue Truppen hielten die Burg bei Lincoln, während sich die Stadt in den Händen der Rebellen befand. Die Verteidiger mussten die Burg halten, bis Verstärkung unter dem Befehl des königlichen Ritters William Marshall eintraf. Es kommt uns ja bekannt vor. Okay. Okay, das gehört aus dem Gegner. Okay, dann machen wir mal auf schnell. Ihr tut's mal Holz sammeln. Wir brauchen Truppen. Warte mal hier auf die Masse gehen. Es ist die Frage, ich glaube, die kommen erstmal so aus. Ohne dass wir helfen müssen. Tun mal die Bogenschützen hier auf den Wall. Und auch den Armbrustschützen hier drauf. Defensivhaltung. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was das macht. Aber wir machen es mal. Und wir kriegen ja auch Boni von den Türmen hier. Können wir hier vielleicht eine zweite Kaserne? Ja, die hätte ich ganz gern. So, und ihr zwei geht's auch mal hier nach oben. Wenn die Leute von da kommen. Und 4 Minuten 40 aushalten. Naja. Veteranenbogenschütze. Ja, da kommen sie auch schon. Mal schauen, ob wir hier unterstützen müssen. Aber ja, ich glaube schon. Gehen wir mal raus.
Sehr gut. Und wieder rein. Bogenschützen wieder hier rauf. Sonst können wir jetzt gerade hier nicht sehr viel machen. Die können hier nur das Holz abbauen. Ah, da hätte ich noch gerne ein paar Armbrustschützen. Die tun ein bisschen mehr weh. Ja. Jetzt geht uns das Geld aus. Und wo kommen sie diesmal? Von da. Okay. Wir werden ein paar mehr Truppen hierher schicken. Au, die haben da irgendwas runterlassen. Habt ihr das gesehen? Nice. Dann soll mal einer von denen den Turm gerade schon mal reparieren. Und ihr zwei geht's hier drauf wieder. Ich glaube, die versuchen es jetzt generell von der Seite, oder? Oh, das sind aber ein bisschen mehr hier. Gut, ich glaube, wir gehen jetzt raus. Aber nicht so lang. Ja, wir müssen die Truppen ja hier nicht opfern. Bogenschützen sollen wir hier die Truppen fertig machen. So, wie viel können wir eh gar nicht mehr machen. Okay, da den nächsten. Eben, seht ihr. Deswegen müssen wir nicht rausgehen. Die werden fertig gemacht von da oben. So, du gehst auch hier drauf. Die legen wir jetzt mal auf die 1. Unser Sturmtrupp. Oh shit. Gut, und Angriff. Und wieder rein. Ihr zwei kommt hier rauf, bitte. Und auch du kommst hier rauf. Dann haben wir jetzt hier eine Festung, die sie unmöglich einnehmen können. Du reparierst den Turm hier, bitte. Ja, und hier steht es jetzt einfach mal hier. Können ja nichts bauen da. Ah, stehen da zwei von diesen Hutte. Ach, die sollen alle nur näher kommen. Okay, 38 Sekunden noch. Dann haben wir die Verstärkung. Aber also wirklich brauchen wir sie ja nicht. Der lässt es viel zu viel wieder runter. Oh. Ich glaube, wir werden den hier wieder angreifen. Oh, das ist... Endlich traf der königliche Ritter William Marshall mit seinen Truppen ein. Obwohl weiterhin erbittert gekämpft wurde, was macht er da unten? Gab es jetzt Hoffnung für die Armee des jungen Königs. Um die Stadt ja, und um die Burg zu befreien, rein. Befahl William Marshall den Männern des Königs, die militärischen Gebäude der Rebellen zu zerstören. Ja, nichts lieber als das, aber wir bräuchten auch noch Häuser. Oh ja, ein Supporterdorf. Sehr gut. William Marshalls Streitkräfte wurden in der dem König weiterhin treuen Stadt Stowe empfangen.
Gut, dann gibt's hier gleich mal ein volles Pfund aufs Maul. Und ihr gibt's mal nach hier unten, bitte. Kannst du gerade mal direkt Gold sammeln. Du kannst auch hier runter. Du machst mal hier ein Feld. Und einen haben wir noch. Das kann, was ich da mache. Wir werden angegriffen. Naja, wobei es sind ja nur... Oh, das sind Ambrustützen. Die tun mehr weh. Okay. Die alle sind jetzt die 1. Und dann haben wir den Leuten mal in den Arsch. Ah, wobei, nein, wir warten noch. Wir sollen erstmal von den Bogenschützen jetzt zermalmt werden. Und jetzt gehen wir raus. Und zwar auf maximale Geschwindigkeit. Oh, da hinten hat's Truhen. Sehr gut. Ja, die haben keine Chance. Vor allem mit den ganzen Rittern nicht. Ja, so wie die Dampfwalze. Ritter bringen es, auch wenn sie teuer in der Herstellung sind. Klingt auch irgendwie falsch. Im Training. Gut. Wir holen uns mal hier die Truhen. Oh, Nahrung. Sehr gut. Und Holz. Und wir werden schon wieder angegriffen. Ja, wobei, die stressen mich jetzt nicht. Angriffsmarsch hierher. Und dann werden wir hier wieder Truppen ausbilden. Und hier auch noch. Sehr gut. Aber das müsst ihr eigentlich nicht zwingend kaputt machen. Eher das hier. Und wieder Truhen. Sehr gut. Königlichen Truppen rissen die Befestigungen der Rebellen nieder und schwächten so die militärische Stellung des Feindes. Greift mal den Turm hier bitte an. Die Burg stand nun vor einem neuen Angriff durch die französischen Verbündeten der Rebellen. Wie, was, wo? Ach, ihr? Oh, scheiße. Wir bräuchten hier einen Dorfbewohner. Ah, shit, ich hätte mich alle abziehen sollen. Das war ein Fehler. Bleibt bitte mal alle da. Hier kommt es dann hier auf den Wall rauf. Und hier verlieren wir den Turm. Wenn die Männer des Königs die französische Belagerung aufheben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die feindlichen Festungen im Umland Lincoln zu zerstören. Das war klar, dass sowas kommt. Die Königstruppen hatten die Kontrolle über die Stadt fast wiedererlangt. Yes, dann haben wir schon mal das. Die Armee des Königs machte das letzte Militärgebäude der Rebellen dem Erdboden gleich. Doch die Franzosen setzten ihre Belagerung fort. Sehr gut. So, ihr alle kommt jetzt mal... Ach, die Truppen von da kommen sind, wenn wir auch da runterlaufen. Wenn wir die mal hier platzieren. Die als Verstärkung. Und dann hätte ich noch ein paar... Von denen, die bei uns mitkommen.
Und ein paar Ritter. Oh, das sind ja welche. Ah, der Turm ist jetzt weg. Naja gut, was soll's. Das gehört uns ja eh jetzt alles. Da erwarte ich jetzt mal keinen Stress. Ihr kommt alle da runter. Ach, der Turm ist jetzt auch weg. Haben wir jetzt zwei verloren. Ich will jetzt auch nicht alle hier abziehen und mitnehmen für einen großen Schlag, weil ich weiß, wenn ich vermutlich da runtergehe, dann kommen die wieder von irgendwo anders her. Zeitgleich. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich mit nichts mehr machen. Okay, großes Warten angesagt. Die da oben. Das ist ja immer noch gegnerisch hier, rot, ja. Das heißt, die Tore kann ich nicht steuern. In Summe haben wir jetzt 82. Nee, da. Du darfst hier gerne das Feld bewirtschaften. Hier wird nicht gefaulenzt. Okay, auf die Ritter warte ich jetzt noch. Schau mal mit der Gesundheit aus. Naja, mittelmäßig. Bei den Ritter zumindest. Der Rest ist aber... Oh! Sicher nicht. Oh, wow. Was ist das für ein Megapfeil? Alter. De facto Instant Kill. Okay. Also die Ärsche kommt von da unten. So, ihr kommt bitte noch hierher. Und die auch daher. Können wir gerade noch nachproduzieren? Naja, können wir nicht. Zu wenig Nahrung. Ja, mal schauen, wie groß das ist hier. Und ob wir Belagerungswaffe brauchen. Holz hätten wir ja, 2,6. Gut. Na, wir bleiben erstmal in keiner Formation. Wir sagen jetzt hier mal Angriffsgang hier rein. Wo lauft sie hin? Wollte ich jetzt zwar nicht, aber gut. Ich wollte eigentlich hier die Straße entlang. Wir machen, glaube ich, doch eine Formation. Oh, da waren ja drei drin. Ich würde ja weglaufen, wenn so eine Armee vor mir steht. So, hier kann es eigentlich auch noch mitkommen. Wir müssen eigentlich recht schnell da sein, nachdem sie Reiter sind. Haben wir einen Marktplatz? Ja, Hammer. Können wir ein bisschen Holz verkaufen. Dafür Nahrung kaufen. Ich hätte einfach gern hier noch ein bisschen produziert. So, da ist die Mini-Verstärkung. Und weiter geht's.
Also ich hoffe, die Straße führt dahin. Also Miss Carty ist es da runter. Ja, da. Angriff hier rein. Da ist es ja schon. Die Männer des Königs entdeckten eine Belagerungsstellung der französischen Streitkräfte bei Linken. Das ist aber niedlich hier. Das wird nicht lange stehen bleiben. Ah, da ist sogar offen. Sehr gut. Oh, wir verlieren aber ganz gut Leute gerade. Geht's auf die Truppen hier. Die mit den Fähnchen, die tun echt weh. Okay, gehen wir mal rein und machen mir alles platt. Und dann gehen wir wieder zurück zur Burg. Oh, ich möchte es jetzt aber nicht verlieren hier. Au, 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 das tut sehr weh. Komm, greift doch mal den Turm an, der tut auch weh. Ich glaube, ich brauche einen Rückzug. Der geht von selber kaputt. Oh, ultra knapp. Ein Turm noch, komm, das schaffen wir. Ich habe de facto keine Armee mehr. Und keine Rohstoffe. Hier kommt schon mal hierher. Komm, töte jetzt den noch. Und dann gehen wir wieder zurück. Bei dem Al ah, wir bräuchten echt einen Heiler. So, einfach nur zum Rennen bringen und dann reicht es schon. Aber da hat es noch recht einen großen schwarzen Bereich, da noch was kommt. Also abgesehen jetzt, dass wir die zwei Festungen da einnehmen müssen. So, 6 von 8. Sieht man das da unten noch. Wunderbar. Die königliche Armee stürmte die französische Festung und schwächte so die feindliche Belagerung. Warum ist das? Achso, na, okay, jetzt ist es bestätigt. Okay, mir kommt es alle daher. Und dann werden wir hier wieder aufstocken. Vielleicht nehmen wir euch alle hier da oben mal mit. Das könnte jetzt ein riskanter Move sein. Ja, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich jetzt auch auf Verbesserungen gehen.
alles gegnerisch hier. Dann ist das die letzte Verteidigung da oben. Die werden uns alle recht schnell draufgehen beim Kampf. Okay, ich glaube, ich mache mal hier einen kurzen Cut und tue hier meine Truppen generieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder da. Ich habe ein paar Truppen hier generiert und habe noch ein paar aus dem Schloss hier abgezogen. Beziehungsweise die hier werden wir noch mitnehmen. Da sind wir bei 156. Und dann greifen wir die an. Ich wurde auch einmal angegriffen, die sind von da gekommen. Da von dieser Brücke da vermutlich. Da werden wir dann gleich hingehen und werden hier stürmen. Brachialer Gewalt. Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich die da so allein lasse. Können wir hier nochmal ein paar im Auftrag geben. Dann sind sie nicht ganz alleine. Die haben es auch gleich geschafft. Von der Gesundheit so... Ja, ist gut. Also das da, ne? Das kriegen sie irgendwie nicht in den Griff. Okay, alle zusammen bitte. Und los geht's. Machen wir den Angriffsmarsch hier rein. Ja, sie gehen da auch über die Brücke. Das ist ein guter Platz zum Befestigen hier. Ah, schon irgendwie episch. Muss ich mit dem Angriffsmarsch öfter machen, weil sonst tun die teilweise einfach nur doof rumstehen. Angriffsmarsch hier rauf, bitte. Oh, wir haben ein paar Truppen vergessen. Ja, einen. Der kann da unten mal auf die Kreuzung aufpassen. Wollten die uns schon wieder angreifen? Jetzt mal auf die Angriffsstützung drauf los, bitte. Sehr gut. Ah, die schon wieder. Was seid ihr? Waffenknechte. Wir müssen die anders upgraden. Die tun ordentlich weh. Besser als beim ersten Mal. Vor allem die Bogenschützen helfen ganz gut mit. Oh, knappe Sache. Mal wieder. Da geht's mal auf die da. Wow, wie sie alle gerade zeitgleich schießen. Okay, die Türme bitte. Die tun noch weh. Ah, jetzt erstmal die da. Okay, dann haben wir das.
mehr mit Upgrades arbeiten. Da war der ganze Fuß und da ist er halb wieder weg. Kannst du dich mal wieder heilen da? Das ist der Vorteil von den normalen Bogenschützen, dass sie sich mit dem Feuer heilen können. Und die Armbrustschützen können es leider nicht. Deswegen machen die mehr Aua. Gut. William Marshall und Nicola de la Haye hatten die Stadt gerettet und mit ihr das Königreich. Wunderbar. Ja, das war jetzt nicht allzu schwer. War ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir noch schauen, ob es ein Bonusvideo gibt. Und wenn ja, dann schauen wir uns das jetzt noch an. Oh, und jetzt hat's. Das Vermächtnis. Schauen wir uns das mal an. William Marshalls Erfolg bei der Rückeroberung Lincolns war ein wichtiger Sieg für die Königstreue. Die Rebellenbarone waren besiegt. Und ihre französischen Verbündeten waren aus England vertrieben. Ja, das war jetzt ziemlich kurz. Aber okay, das war das Ende der Kampagne. Also zumindest von den Normannen. Und wir gehen mit der nächsten Episode in die nächste Kampagne rein. Bis denn dann, hoffe, es hat euch gefallen.